Bruder hat im Jugendalter Keyboard gespielt und ich habe dann einfach aus dem Gehör, weil es mich interessiert hat, Melodien, die er gerade geübt hat, nachgespielt. Und meine Mutter hat dann gemeint, da müsste doch eine gewisse Veranlagung zur Musikalität vorhanden sein und hat mich daraufhin mal zur Musikschule geschickt. In der Musikschule Bühl begann schließlich seine Klavierkarriere. Im Alter von 7 Jahren bekam er dort seine ersten Klavierstunden. Markus Widermann war damals sein Lehrer. Daniel war eigentlich von Anfang an ein sehr gewissenhafter Schüler. Also mit 7 Jahren schon, muss man sagen, hat er die Sache sehr ernst genommen. Sehr viel ernster als andere Schüler das normalerweise tun. Er war auch sehr aufmerksam, wenn es darum ging, bestimmte Dinge umzusetzen, die man im Unterricht bespricht. Zudem kommt dazu, dass er sehr fleißig war. Er hat also regelmäßig geübt. Und so blieben die ersten Erfolge nicht aus. Für mich war dann ungefähr ab dem 14. Lebensjahr so klar, dass ich Musik zu meinem Beruf machen möchte und habe dann aber schon auch gemerkt, dass die Konkurrenz im Fach Klavier sehr hart ist. Und von dem her war eigentlich klar, dass man schon sich professionell auf diesen Beruf vorbereiten müsste. Dieses Ziel verliert Daniel nie aus den Augen. 2 bis 3 Stunden übt er täglich nach der Schule. Am Wochenende werden es sogar bis zu 7 Stunden. Viel Freizeit bleibt da nicht. Trotzdem, ein Leben ohne Musik kann sich Daniel nicht mehr vorstellen. Man spürt schon, was es einem gibt. Also mit der Zeit wird es einfach Teil von seiner eigenen Identität. Musik machen bedeutet dann eigentlich, ständig an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Seit April letzten Jahres arbeitet Daniel noch intensiver an seiner Karriere, denn seitdem ist er Vorstudent an der Freiburger Akademie zur Begabtenförderung. Dort erhält er Unterricht in 2 Hauptfächern. Daniels Professor im Fach Klavier ist Christoph Zischka, selbst erfolgreicher Pianist. Er hatte von Beginn an einen guten Eindruck von seinem 18-jährigen Schützling. Er ist hochmusikalisch. Er ist sehr breit aufgestellt, also pianistisch ist das eine, aber auch das Verständnis für Musik, weil er sich eben so für Komposition erinnert, auch da schon Erfolge vorzuweisen hatte. Dann war aber schon die Vorstellung, er hatte mehr Ideen im Kopf und in der Realisierung, das aufs Klavier rüberzubringen, da haben wir dann doch kräftig dran gearbeitet. Daniels große Stärke ist also seine Vielseitigkeit. Gerade heute ein Vorteil, denn die Zeit der reinen Virtuosen ist vorbei, so Zischka. Heute zählt ein breites Standbein mehr denn je. So hat Daniel jüngst auch noch das Cembalo-Spielen gelernt. Sein großes Ziel dabei immer im Blick. Als letztendlicher Berufswunsch würde ich es gern zum Dirigenten schaffen. Und dafür muss man sich halt als Kapellmeister erstmal hocharbeiten. Dafür ist gutes Klavierspiel unerlässlich, anders kommen wir einfach nicht nach oben. Also heißt es für Daniel auch weiterhin fleißig üben.